Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal von Gefahren, dem Kanal rund um das Thema Elektromobilität. Und heute zeigen wir euch noch bei herrlichstem Herbstwetter den Mini Cooper SE. Viel Spaß beim Video. Ein herzliches Dankeschön geht an die BMW-Niederlassung Süd in Stuttgart, die uns das Auto hier zur Verfügung gestellt haben. Um zukünftig noch mehr solcher Videos für euch drehen zu können, würden wir uns über ein Abo freuen. Damit würdet ihr uns wirklich super supporten. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Und ich sage jetzt schon mal Dankeschön hierfür. Beginnen wir heute ausnahmsweise mal beim Dach. Wir haben hier oben auf dem Dach eine Sonderoption, nennt sich Two-Tone-Lackierung, obwohl es eher drei Töne sind. Wir haben ein Dunkelblau, ein Hellblau und dann geht das Ganze über in unser Midnight Black. Das ist auch dann die Außenfarbe von dem Mini hier. Mini ist immer schon ein bisschen exklusiver gewesen, was auch so kleine Gimmicks anbelangt. Man sieht es hier im Außenbereich auch an einem kleinen Emblem hier außen. Und dann immer wieder das Mini Cooper S hier in Gelb gehalten für die Elektrovariante. Daran erkennen wir direkt von außen, dass es sich hierbei um ein Elektrofahrzeug handelt. Wir haben hier in der Motorhaube das klassische Mini Cooper S Lufteinführstutzen. Hier ist es aber tatsächlich nur Deko, weil wir haben hier keine technische Funktion, dass Luft einströmen könnte. Und wir haben in der Front eine geschlossene Front oder nahezu geschlossene Front, was beim Mini Cooper S auch ein klein bisschen anders designt ist. Aber das war es eigentlich schon von dem optischen Unterscheidungsmerkmal, was die Außenform oder die Optik anbelangt, wo sich der Cooper S vom SE unterscheidet. Was auch immer cool ist beim Mini, das sind so kleine Gimmicks wie zum Beispiel hier die halbe UK-Flagge und wenn wir dann beide Scheinwerfer haben, dann haben wir wieder eine gesamte UK-Flagge. Das sieht ganz cool aus. Wir erkennen noch, dass es ein Elektro ist und zwar hier. Wir können hier nicht Gas, also Benzin tanken, sondern wir tanken hier unseren Strom. Wir haben Gleichstrom und Wechselstrom können wir hier. Wir können einmal mit 11 kW laden oder dann mit 50 kW. Das sind die zwei Ladeleistungen, die BMW hier anbietet. Obwohl wir herrlich das Herbstwetter haben, haben wir trotzdem Außentemperaturen um die 0 Grad aktuell. Und deswegen würde ich sagen, wir springen direkt rein und schauen uns das Interieur an und schauen mal, wie fährt sich der Mini. Im Innenraum, das erste, was auffällt, sind unsere Ledersitze, die wir hier verbaut haben. Carbon Black Leder nennt sich das. Und vor allem hier in den Kopfstützen fällt einem sofort wieder die UK-Flagge auf und auch hier seitlich am Sitz haben wir einen kleinen Button, mit dem wir einfach sehen, wir haben hier die UK-Geschichte. Ja. Angekommen im Mini Cooper SE. Wenn wir uns den Innenraum einfach mal anschauen, er ist typisch Mini, muss man ganz klar sagen. Wir haben hier das große Navi, wir haben hier einen voll digitalen Tacho. Auf den gehen wir nachher noch mal ganz kurz ein. Wir haben das Head-Up-Display verbaut. Das sind alles optionale Ausstattungselemente. Wir haben ein sehr gut in der Hand liegendes Sportlenkrad. Das ist auch eine aufpreispflichtige Option. Aber das ist mit Nappa-Leder umzogen und es fühlt sich sehr griffig an, sehr gut. Es liegt klasse in der Hand. Wir haben unten auch noch mal so ein kleines Gimmick. Auch wieder mit dieser UK-Flagge. Der sieht schon klasse aus, aber ich glaube, wir kommen mal zu dem Punkt, was die meisten Leute interessiert ist. Wie fährt sich das Auto? Und auf den letzten zwei Stunden konnten wir das Auto schon ein bisschen erleben.
Und ich muss sagen, das Auto fährt sich wirklich klasse. Also ich bin sehr angetan von dem Auto. Ich find's wirklich sportlich. Er ist klein, knackig, kompakt und der marschiert auch ganz gut. Also mit den 184 PS, die er hat, ist das Auto wirklich flott. Mini gibt ihn an mit 7,5 Sekunden 0 auf 100. Ich habe mich ein bisschen eingelesen. Viele sagen auch, der macht es in 7,3 Sekunden. Es ist ein frontangetriebenes Auto. Der Elektromotor sitzt vorne und der Antrieb ist entsprechend vorne. Er hat jetzt bei unseren kalten Temperaturen, die wir hier haben, jetzt haben wir aktuell plus 2 Grad, vorher hatten wir minus 3 Grad, da hat er dann schon an den feuchten Stellen ein bisschen zu kämpfen gehabt mit der Leistung, die auch auf den Boden zu kriegen. Aber die Elektronik hat das ganz gut geregelt, muss ich sagen. Genau. Verbaut ist eine 32 Kilowattstunden Batterie. Mini gibt den Verbrauch an zwischen 14 und 16 Kilowattstunden. Somit haben wir eine realistische Reichweite, die im Bereich von, ja, ich sag mal ein bisschen mehr als 200 Kilometer liegt. Also 220 vielleicht, da sollten wir hinkommen. Bei diesen wirklich sehr kalten Temperaturen sind wir vorhin losgefahren und hatten eine Reichweite, die uns das Auto angezeigt hat, noch von 150 Kilometer. Aber da muss man sagen, 100% Akku voll, minus 2,5 oder 3 Grad waren es und dann noch eine Reichweite von 150 Kilometer. Wir haben jetzt leider keine Möglichkeit, jetzt in einem längeren Test das auch zu verifizieren, ob das so hinkommt. Aber da vertrauen wir jetzt einfach mal BMW. Wenn ich jetzt mir mal den aktuellen Momentanverbrauch von uns anschaue, der liegt aktuell. Aber wir haben, wie gesagt, Außenaufnahmen gerade gedreht. Die habt ihr in dem Porn gesehen. 17,7 Kilowattstunden an Verbrauch. Ja. Und wir waren bisher wirklich sehr zügig mit dem Auto unterwegs. Aber er macht wirklich Spaß. Also das ist ja die große Frage. Fährt sich der Mini wie die typischen Minis? Und ich muss sagen, ja. Also das Auto ist klein, kompakt, sportlich und straff abgestimmt. Und die Fahrfreude kommt bei dem Auto wirklich rüber. Das ist das, was mich bei den ersten Metern schon komplett begeistert hat. So, wir waren gerade im Restaurant zur Goldenen Möwe und haben dort was sehr Gesundes gegessen und haben in der Zeit genutzt und haben den Mini geladen. Hier an der EnBW-Säule, 50 kW Ladeleistung. Wir haben ihn eingestöpselt bei 56%. Und wir sind jetzt gerade wiedergekommen nach 34 Minuten und waren bei 99%. Also für alle, die geschwind Mittag essen wollen oder sowas und wollen den Mini lieber vollladen, hat funktioniert. Er ist in unserem Fall wieder voll. Wir blenden euch dann ein, wenn ich die Abrechnung von EnBW bekommen habe, wie viele Kilowattstunden das Ganze waren. Aber ich hätte gesagt, wir hören uns jetzt direkt mal an, und zwar den Startsound, den der Mini macht beim Starten. Also schon mal sehr cool, wenn ich die Bremse drehe, geht hier der Start-Stopp-Knopf wird entsprechend beleuchtet und dann... Ich hoffe, das kam rüber. Jetzt haben wir auch gerade gesehen, wie das Head-Up-Display ausfährt. Sollen wir es nochmal zeigen? Also dann Ausschaltsound. Genau. Jetzt fährt das Head-Up-Display wieder ein. Sehr cool. Kommt's? Ja. Hier haben wir das Head-Up-Display. Ich muss ehrlich sagen, ich war ein bisschen gespannt tatsächlich, wie gut auch die Ablesbarkeit ist bei dem Head-Up-Display, weil diese Art von Head-Up-Display, wo im Grunde nur diese Scheibe vorne raushört, hatte ich persönlich noch nicht erlebt. Aber das ist schon eigentlich ganz okay und es stört tatsächlich nicht. Und wer sagt, er braucht es jetzt gerade nicht, der kann es ja auch einfahren. Fahren wir einfach mal weiter. Das Windkreis ist super. Kleiner Radstand, schön klein und wendig.
jetzt gucken wir mal gerade hier. Hier am Standort ist nicht nur eine ENBW, sondern hier sind auch mehrere Teslas, auch die aktuell laden. Die Tesla Supercharger, man sieht es hier, das sind ja etliche und vor allem auch eine Möglichkeit, Müll zu entladen hier am Standort und auch das Auto auszusaugen, was ich persönlich sehr cool finde. Ja. Der Mini verfügt in unserem Fall über die aufpreispflichtige Rückfahrkamera. Man könnte sagen, naja, bei so einem kleinen Auto brauche ich es eigentlich nicht. Ja, piepsen wäre wahrscheinlich ausreichend, aber ich finde es trotzdem sehr schön, immer zu sehen, was hinter einem sich tut. Und mir gefällt das. Kommen wir vielleicht kurz auch zu den Kosten zu sprechen. Der Mini Cooper SE, so wie er jetzt hier steht, kostet knapp 35.000 Euro. Das ist nicht wenig Geld, muss man sagen. Aber Mini war noch nie preiswert. Wir werden nachher auch mal uns die Sitz- oder die Platzverhältnisse im Vor anschauen. Also ich werde mal nach hinten klettern und gucken, wie viel Platz habe ich denn tatsächlich und wie weit könnte ich denn auch hier mitfahren. Mini selber bietet relativ attraktive Konditionen an, was das Leasing von dem Mini hier anbelangt. Auf die genauen Zahlen warte ich gerade noch. Die kriegen wir nachher vom Händler und dann würden wir euch das mal einblenden. Weil das letzte, was ich gesehen habe, liegt irgendwo so, glaube ich, bei 129 Euro oder so im Monat. Aber das werden wir nachher euch noch mal zeigen, ob das stimmt, was ich jetzt gerade erzählt habe. Was halt Mini definitiv hat, ist diese Freude am Fahren und diese Emotionen und eine riesen Fangemeinschaft, was einfach ein Mini mit sich bringt. Und wir schauen gleich noch mal in ein paar kurvigen Passagen uns an, ob der Mini E hier auch richtig Freude versprüht, ja? Und was die einzelnen Fahrmodis anbelangt. Schauen wir uns das gleich auch noch mal an. Es gibt unterschiedliche, oder es gibt zwei Rekuperationsmodis, die ich im Mini einstellen kann. Und zwar ist das einmal hohe Rekuperation, dann haben wir einen One-Foot-Pedal-Drive bis nahezu zum Stillstand, also ich glaube bis 3 km/h bremst du dann vollautomatisch runter und wenn ich die Taste hier nochmal betätige, dann haben wir eine niedrigere Rekuperation, dann gibt er mir einen gewissen Freilauf, aber er rekuperiert und das spürt man auch beim Fahren. Mir persönlich gefällt vor allem auf der Landstraße das niedrige Rekuperieren besser und in der Stadt ist das eine Gewöhnungssache, bis man sich mal an dieses One-Foot-Pedal-Drive gewöhnt hat, aber dann ist das auch eine schöne Geschichte, wo ich einfach mit dem Gaspedal nahezu zum Stillstand komme und so im Grunde die Geschwindigkeit komplett steuern kann. Ja. Fahrmodis, wir haben, näher beginnen wir mal mit Sport. So, man hat es jetzt, also ihr habt es jetzt nicht gespürt, aber ich habe es direkt gespürt. Im Sportbereich zieht er direkt an. Ja. Er sagt sportliche Fahrabstimmung. Dann haben wir den Modus mit, das ist so wie das normale, ausgewogene Abstimmung. Green, das ist dann eine verbrauchsoptimierte Abstimmung. Und wenn ich sage, ich will auf jeden Fall Green Plus, das ist dann die maximale Reichweite ohne Komfortfunktion. Dann sehen wir hier auch direkt, er hat die Klimaanlage jetzt und die Heizung ausgeschalten. Und er zeigt jetzt uns auch eine maximale Reichweite bei 91% Akkustand von 146 Kilometern. Ja. Aber ich finde, rein vom Fahrcharakter her ist das mit dieser ausgewogenen Abstimmung tatsächlich so für den Alltag das angenehmste zum Fahren. Wir haben hier ein voll digitales Display, obwohl voll digital auch nicht komplett richtig ist, weil der Zeiger hier tatsächlich funktioniert analog. Warum das so ist, keine Ahnung, aber ist analog. Wir haben hier auf der linken Seite unsere Ansicht für die Rekuperation oder die abgerufene Leistung im Prozent. In der Mitte die aktuelle Geschwindigkeit, die wir fahren, was erlaubt ist.
Und wenn wir dann unsere Fahrassistenz eingeschaltet haben, sehen wir das hier oben noch. Ich kann es mal, ja genau, da sieht man es ein- ausschalten. Geschwindigkeitsregelung ist aktiv oder inaktiv. Und dann hier unsere Batterieanzeige entsprechend vom Ladestand. Gesamtkilometeranzeige, und wenn wir dann den Bordcomputer durchschalten, haben wir noch digital angezeigt, wie viel Prozent unser Akku noch hat. 91%, das Datum, der aktuelle Durchschnittsverbrauch, 17,7 Kilowattstunden, Momentanverbrauch. Da sehe ich auch dann die Rekuperationsleistung, wie gerade eben. Genau, und unsere durchschnittlich gefahrene Geschwindigkeit, 39,6 km/h in dem Fall. Genau. Relativ überschaubar, alles gut zum Ablesen. Vor allem, wir haben so ein leicht mattiertes Display, das auch bei Sonneneinstrahlung ist das ganz gut wirklich zum Ablesen. Schauen wir uns mal unser Navigationssystem an. Wir haben hier ein Touch-Display verbaut. Wir können dann entsprechend unsere Kacheln einfach anklicken über einen Touch. Können somit im Grunde die Radiosender auswählen oder wieder in unseren Home-Bereich gehen, wo ich dann eine gewisse Übersicht habe. Oder ich habe die Möglichkeit hier über, wie so BMW-typisch eigentlich, so einen iDrive-Controller dann über Drehen und Drücken das Menü auszuwählen. Genau, wenn wir uns das jetzt mal anschauen, zum Beispiel auch nochmal hier über den Verbrauch, 17,6 Kilowattstunden haben wir jetzt verbraucht, beziehungsweise ist der Gesamtverbrauch vom Auto in den letzten 40 Stunden. Mitteilung haben wir keine, Mini-Connected-Dienste und dann das Navigationssystem. Das sind so die Short-Views, die wir haben. Genau, können aber auch alles über Touch bedienen und haben dann hier wie so eine Home-Übersicht im Grunde. Genau. Ich finde, das ist sehr stylisch auch aufgebaut, auch mit diesen Ringen und so. Das sieht schon ziemlich cool aus, finde ich. Da hat BMW oder Mini, muss man sagen, sich schon was dabei gedacht. Und das zieht sich auch wieder komplett durch, auch dieser Ring hier außen, ja, spiegelt sich dann hier letztendlich wieder. Ich teste immer ganz gern die Routenplanung, vor allem mit E ist das ja so eine Geschichte. Wir probieren das jetzt einfach mal und sagen, neues Ziel eingeben und dann sagen wir Schnellsuche. Gucken wir mal, ob wir nach Hamburg kommen. Genau. Route Green Energy. Jo, das ist eingestellt. Zunächst rechts fahren. Okay, machen wir. Die schalte ich mal aus. Ich würde gern sehen, was mir das Navi anbietet, auch hinsichtlich der Ladeplanung. So, E-Reichweite zu gering, das war jetzt nicht. Das war zu erwarten. Okay. Und was muss ich jetzt machen? Jetzt muss ich einen aussuchen in Hockenheim, oder? Ja, aber das. Naja. Sagt er mir Hockenheim, 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 Hockenheim. Das sind alles dann Hockenheim. Da bietet er mal unterschiedlichste Optionen an. Okay, ja, dann wähle ich einfach mal was aus. Aber das ist ja nicht Ziel und Zweck der Nummer. Ich will doch eigentlich, dass er mir sagt, ja, plan mir die Route durch. Als Zwischenziel. Aber das kann ja nicht den Ernst sein, oder? So, gut, das eine Zwischenziel hatte. Welche Option bietet uns jetzt an? Ja? Das war's. Das war's, klasse. Also, ich hoffe, da kommt relativ schnell ein Update, weil das ist irgendwie nichts. Also ich hätte mir jetzt schon gewünscht,
damit Mini mir jetzt auf der Route sagt, ich brauche 5 Ladestopps. Wir haben das jetzt gerade live das erste Mal getestet. Ich werde gleich nochmal in den Einstellungen vom Navi schauen, wenn wir stehen, ob wir das alternativ irgendwo noch einstellen können. Aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Das muss doch so funktionieren. Der einzige Workaround, der mir jetzt einfällt, ist, um das Problem zu umgehen, ist, dass wir unser Handy mit dem System verbinden und dann die Routenführung zum Beispiel von A Better Route Planner nutzen, der mir dann die einzelnen Ladestopps berechnet und mich entsprechend zu den Ladestationen navigiert, oder ich einfach den Hinweis ignoriere und so weit wie ich fahren kann, einfach fahre und dann immer Ausschau halt nach einer Ladesäule in der Nähe. Aber das ist auf jeden Fall nichts Intelligentes. Und wir haben es in den anderen Testfahrzeugen, die wir jetzt hatten in der Vergangenheit, komfortabler kennengelernt, muss ich sagen. Ja. Der bringt die Leistung wirklich, oder der hat schon ein bisschen irgendwo das Drehmoment weg reduziert, aber guck mal, wie der hier ums Eck geht auch. Ja, der liegt schon nie durch die Batterie, und die Batterie ist überwiegend im Kofferraum platziert. Ich habe mir extra mal eine Explosionszeichnung angeschaut. Die Batterie ist überwiegend im Kofferraum, aber das Ding liegt einfach wie jeder andere Mini auch gigantisch auf der Straße, und dieses Go-Kart-Feeling, was alle einem Mini nachsagen, ist auch nach meinem Ermessen vorhanden. Ja, und ich kann es ein bisschen beurteilen. Die Freundin fährt einen Mini, und ist das auch so. Ja. Deswegen, ich hätte gesagt, das Mini-Gen, was viele Fans auf dieser Welt hat, ist auch hier vorhanden, trotz Elektroantrieb. Guck mal, wo der ums Eck geht. Richtig gut. Also, ja, Go-Kart-Feeling hat er. Macht er. Das ist echt anständig. Wir haben jetzt hier eine kleine kurvige Strecke vor uns. Einfach um nochmal ein bisschen Fahreindrücke für euch zu sammeln. Zur Performance kann ich schon mal sagen, wie ich habe es vorhin schon mal erwähnt, aber ich sage es nochmal: 7,5 Sekunden sagt Mini 0-100. Abgeriegelt ist der Mini bei 150 km/h. Und das macht er nach Tacho auch ziemlich genau. Das sind so 153, maximal 155. Und dann ist es auch fertig. So, jetzt haben wir ein bisschen hier kurvigere Passagen gleich vor uns. So, jetzt können wir mal hier ein bisschen härter auch anbremsen. Bremsen ist super, das Gefühl dafür. Ja, ich überlege, die Kurve sind wir gerade mit 70 umgefahren. Das auch hier raus mit dem Antrieb, trotz Vorderradantrieb, macht er das gut. Wirklich. Ich hatte jetzt nichts durchgedreht, trotz Vollgas. Ja, toll. Also Fahrspaß kommt definitiv auf. Mir gefällt's. Ja. Schauen wir uns mal gemeinsam den Kofferraum an. Wir haben ein unfassbares großes Volumen von 211 Liter laut Mini. Eine Hutablage, die herausnehmbar ist. Und wir haben einen doppelten Boden für unser Ladeequipment. Und was ganz cool ist, wir haben so einen Schnapper auf der rechten Seite, was, wenn wir den doppelten Ladeboden nach oben klappen, dass er automatisch in Position hält. Somit haben wir müssen wir nicht den doppelten Ladeboden halten und dann irgendwie unser Ladekabel oder unser Ladeequipment hier unterbringen. Wir haben hier noch die Verbandstasche und einen kleinen Kompressor mit drin für den Reifen. Ja, relativ kompakt der Kofferraum. Viel gibt es hier nicht zu sehen. Wir können von hier hinten die Sitze entsprechend 2/3, 1/3 umklappen.
Aber jetzt schauen wir uns mal die Platzverhältnisse im Fond an. Wir haben einen Dreitürer. Dementsprechend müssen wir, um in den Fond zu kommen, einmal klettern. Und mal hier hinten rein. Umklappen. Kopfstütze ein bisschen anpassen. Ja, schon angenehmer. Ja, doch. Also für kürzere Strecken oder mittellange Strecken könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Zumindest 2 plus 2. Da funktioniert es. Ich habe hier seitlich noch einen Becherhalter. Ich bekomme hier einen Sitz was unter. Und das Schöne ist, die Sitze, man sieht es auch hier, sind schön ausgeformt für die Knie. Ich kriege meine Füße gut drunter. Der Sitz müsste eingestellt sein auf meine 1,75 Meter. Ich kriege fast noch eine komplette Hand rein zwischen Kopf und Decke. Ja, doch. Also ich bin jetzt ganz sicher nicht der allerkleinste, ich bin aber kein Riese hoch 10. Aber das sieht eigentlich ganz okay aus. Es kommt gleich nochmal ein Mini One zu uns, weil wir vorhin der Meinung waren, da hinten können vielleicht bei dem Mini One ein bisschen mehr Platz sein als beim Mini Cooper SE. Das schauen wir uns jetzt an. So, wir testen das Ganze jetzt hier in einem Mini One. Und ja, also das sind die identischen Platzverhältnisse, nur dass wir hier diese Ausformung im Mini Cooper SE stärker haben als jetzt hier im Mini One. Aber das kann auch daran liegen, dass wir hier die Stoffsitze haben und drüben haben wir die Ledersitze, weil diese Aussparung, ich spüre sie, aber sie ist halt nicht so stark vorhanden. Auch hier wieder 2 plus 2 Sitzer. Identisch von den Platzverhältnissen her. Kommen wir zum Fazit vom Mini Cooper SE. Ich finde, es ist ein wirklich spritziges und dynamisches Auto, was Fahrfreude versprüht. Ja. Die Reichweite, das ist so ein bisschen Geschichte, mit nur 32 Kilowatt hat halt die Batterie nicht allzu viel Kapazität. Wir haben 200 Kilo Mehrgewicht mitzuschleppen als ein normaler Mini Cooper One zum Beispiel. Die Navigation ist eine, ja, ich weiß nicht, Katastrophe würde ich jetzt nicht sagen, aber ist auf jeden Fall ein Manko. Die ist nicht so intelligent und so ausgefeilt, wie andere Hersteller das können. Und da muss irgendwie nachgeschärft werden, bin ich der Meinung. Aber ansonsten, tolles Auto, macht richtig Spaß zum Fahren. Und jetzt wissen wir immer noch nicht, was er kostet. Das blenden wir euch ein. Aber ich bin der Meinung, preis-leistungsmäßig ist das wirklich für diejenigen, die sagen, ich möchte auf Kurzstrecke oder mittelfristige Langstrecke das Auto fahren, ein wirklich tolles Fahrzeug, vor allem für auch jüngere Personen, die sagen, sie möchten sich mit der E-Mobilität auseinandersetzen. Wenn ihr noch Fragen zu dem Video habt, schreibt sie uns in die Kommentare. Wir wollen so viel wie möglich der Kommentare dann auch beantworten, so gut wie es geht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da. Ich sage herzlichen Dank, Servus und Ciao, euer Florian.